Filmdeutsch, Familie Rossi, der Erdbeben, mal sehen, was passiert. Guten Morgen, Mama, guten Morgen, mein Spatz. Hast du alle Sachen für die Schule vorbereitet? Ich hoffe ja, oder? Klar, Mama. Na dann, tschüss, Spatz, viel Spaß in der Schule, tschüss. Hey, Isabella, was machst du denn hier mit Frau Zahl? Ist irgendwas passiert über mich oder so? Nein, nein, Lena, wir reden gerade über was ganz Schlimmes. Und zwar hat heute Frau Zahl in den Nachrichten gesehen, dass es heute Erdbeben war. Und das wollte sie mir mitteilen, weil sie mich zuerst im Blick hatte. Und dass ich dann dass ich das Ganze den anderen Schülern erzähle, damit sie sich nicht erschrecken. Obwohl, ich glaube, jeder bei Erdbeben erschreckt. Bitte was? Oh weia, aber bitte beruhig dich, Lena, das ist nur ein Erdbeben. Was? Ja, du sagst ja nur ein, aber das ist schon ein bisschen schrecklich. Boah, die Sonne blendet ja richtig. Ja, Mann, ey. Oh mein Gott, was wackelt denn da? Ist das schon der Erdbeben? Wow, bumm, aua! Frau Zahl, ist alles in Ordnung bei ihr? Ja, ich habe mich nur ein bisschen wegen dem Schrock erschrocken. Puh, die Sonne blendet ja, lass uns nach draußen im Schatten gehen. Ja, unterm Baum oder so. Aber der Baum, der kann auch umkippen, oder nicht? Ja, der kann zwar umkippen, aber wir hoffen mal nein. Puh, der ganze Wind, der schiebt uns ja weg. Ja, das ist schrecklich. Komm, lässt uns sofort irgendwo hingehen. Stürzt da unten nicht ein Flugzeug ab? Nein, Gott sei Dank nicht, er landet nur. Puh, das ist gut. Puh, der ganze Wind ist aber ziemlich stark. Ja, die ganzen Pflanzen fliegen hier rum und so. Mann! Boah, da fliegen ja richtig viele Sachen rum. Ja! Aua, ich bin ja sogar auf den Boden gefallen. Was war das? Hui, da ist ja ein Werkzeug durch die Luft geflogen. Ich heb's mal auf und bring's in Sicherheit. Kinder, ihr solltet euch auch in Sicherheit bringen. Geht da hinten hin und schützt euch. Okay. Und in der Zeit werde ich den Werkzeug sofort wegbringen, bevor es noch woanders hinfliegt und noch jemand anders verletzen kann. Puh, Isabella, ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Ja, ich auch. Richtig ängstlich. Ich habe voll Angst irgendwie. Oh, guck mal, schau dir mal da hinten an, was passiert ist. Oh mein Gott. Puh, fährt da wirklich allein ein Wohnmobil rum? Ja, der Wind ist richtig stark, dass sogar die Wohnmobils weggenommen werden. Oh Gott, der ist ja da unten gegen die Wand geknallt. Ja, das ist schrecklich. Och, ich hoffe, dass meine Mama irgendwann kommt. Dann noch so ein Wohnmobil, das ist ja wirklich krass. Kann ich vielleicht mit euch mitfahren? Dann wird deine Mutter zu Hause dann, wenn wir da sind, deine Mutter Bescheid geben, dass ich noch ein bisschen bei euch bleibe, bis ich dann um 18 Uhr abgeholt werde. Denn ich meine, meine Mama, die hat zu mir gesagt, dass ich alleine gehen soll. Ja, ich gehe auch immer alleine, es macht mir Spaß. Mir auch, aber mit diesen Erdbeben will ich nicht so gerne. Ja, ich eigentlich auch nicht. Frau Zahl, wir haben ganz viele schreckliche Sachen gesehen. Oh, ich bin wieder da, aber was denn? Wir haben zum Beispiel ein Wohnmobil gesehen, der gerade gegen die Wand stößte, obwohl niemand am Lenkrad war. Das war der Wind, der richtig doll pustet. Ich bin ja auch sogar eben auf den Boden gefallen, weil mir schon ein Ding auf den Kopf gehauen wurde. Also nicht gehauen, aber der Wind war es. Genau. Aua! Frau Zahl, ist alles in Ordnung bei ihr? Das war ja wirklich schon wieder ein Werkzeug. Ja, das ist schrecklich. Boah, woher kommt denn der ganze Werkzeug? Ich gehe es jetzt auch irgendwo hinbringen. Bestimmt hier hinten wegen der Werkstatt. Hier unten wurde ja nur neue Werkstatt geöffnet. Meine Güte, die wissen ja nicht mal, wo die Werkzeuge lassen. Die lassen sie einfach mitten auf der Straße. Und dann kein Wunder, wenn jemand was passiert oder sowas. Mann, ey. Mann, ich hoffe, Mama kommt irgendwann. Ja, ich hoffe es auch. Mann, das ist irgendwie voll schrecklich, wie der ganze Wind und Erdbeben pustet. Das ist ja wirklich schrecklich. Oh mein Gott, sogar der Kran fällt gerade um. Ja, schnell in Sicherheit. Hilfe, Hilfe. Mist. Wir müssen schnell zu Frau Zahl. Der Erdbeben hat sogar den Kran umgeschmissen. Das ist schrecklich. Kinder, was ist los? Wieso seid ihr so aufgedreht? Wir haben eben einen Kran gesehen, der umgefallen ist wegen dem ganzen Wind und Sturm. Und sogar, das fehlt auch noch. Erdbeben, ach Mann, ey. Schau mal, Lena, dort hinten ist deine Mutter. Oh, cool. Endlich bist du da, Mama. Ja, Lena, da hast du recht. Komm, wir steigen sofort im Auto ein, bevor noch was Schrecklicheres passiert. Ja, da hast du auch recht. Komm, sofort einsteigen. Ja. So, Kinder, seid ihr eingestiegen? Ja! Mama, komm schon, fahr schnell los. Ja, dann. Tschüss, Frau Zahl, danke. Bitteschön.
Oh Gott, und ich werde mich jetzt erstmal wieder in Sicherheit. Au! Schon wieder! Ach Mama, Gott sei Dank hast du uns in Rettung gebracht. Der Sturm ist ja sogar vorbei und auch dieser komische Erdbeben. Das ist gut. Na dann, Kinder, können wir ruhig nach Hause. Nur die Sonne blendet noch ein bisschen. Gut. Na dann, Kinder, los geht's!